Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Mist Survival. Ja, hier hat sich ein wenig getan. Ich weiß nicht, in Escape kann man es nicht sehen. Wir sind bei Version 1.9, glaube ich. Na. Mich hat es jetzt gerade ein bisschen gewundert. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal hier ganz schnell die Schränke nach. Ne, es ist noch alles da. Okay, ich hatte jetzt gerade schon ein bisschen Schiss. Denn hier liegen Bretter und zwei Tische. Das heißt, wir können die Bretter wieder neu benutzen. Was ja jetzt nicht so schlecht ist. Wie viel haben wir eigentlich? 6.25 Uhr. Wunderprächtig. Was sagt uns das Wasser hier? Oh, guck mal, das ist ja auch eine coole Animation, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Noch 3 Liter drinne. Ah, okay, guck mal jetzt. Wir hatten doch hier voll viele. Ah ja, okay, wir werden da schon mit klarkommen. Hier haben wir auf jeden Fall schon 6 Liter Wasser drinne, was ziemlich cool ist. Wir gucken mal kurz in die Workbench, denn wie gesagt, es gab ja halt ein Update und wir gucken jetzt mal, was wir so herstellen können. Leder, okay, ja, das ist jetzt nichts Neues für uns, ne? Kohle und ah, okay, so kann man also die Dingens herstellen. Eine Flasche. Konnten wir uns eine Flasche herstellen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist neu. Ah, seht ihr hier, das hier wollte ich doch noch nachgucken. Verdammt, habe ich wieder vergessen. Werde ich in der Aufnahmepause machen. Versprochen. Das hier könnten wir uns sogar, glaube ich, herstellen. Okay, das ist jetzt nicht so wirklich berauschend. Was gibt es hier Neues? Nichts. Okay. Den hier müssen wir bauen. Und zwar dank einem Kommentar. Der hat nämlich gesagt, dafür brauchen wir das. Okay, viermal Metall. Das kriegen wir hin. Eine Mülltonne? Hey, coole Sache. Das ist auf jeden Fall neu. Meine Maus ist irgendwie so empfindlich oder unempfindlich zwischendurch. Moonshine Still. Okay. Das hier wäre natürlich noch nice, ne? Blackschmiede. Shelters, okay, das sind immer noch die gleichen. Lampen, immer noch die gleichen. Betten. So, und hier haben wir ja auch noch Schränke. Stühle. Tische. Und diese Puppe. Die Fallen hier sind immer noch nicht da. Achso, hier haben wir auch noch einen Kühlschrank. Kühlschrank wäre ja eigentlich ganz cool, ne? Aber da müssen wir dann halt noch gucken, wie wir das am besten machen. Gut, das hier wäre natürlich auch noch richtig nice, ne? So eine Barrikade. So ein Gate. Ne? Das hier ist auch noch interessant. Werden wir auf jeden Fall nochmal alles. Wir werden alles hier noch erforschen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir müssen auf jeden Fall hier drin ein Lagerfeuer hinsetzen. Also hier irgendwo in der Ecke. Dafür brauchen wir das hier. Ich schätze mal, wir stellen das jetzt einfach mal so ein bisschen hier mittig. So, wir haben natürlich überhaupt nichts dafür. Müssen wir mal eben kurz gucken. Ich muss mich selbst erstmal wieder hier eben kurz rein. Schnabbeln. So, einmal Steine. Hier haben wir Sticks. Aus Sticks habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Hier haben wir noch Sticks. Das müsste gleich schon ausreichen an Sticks. Wir starten schon mal das Building. So, 5 Steine fehlen uns noch. Das heißt, wir müssen Steine sammeln gehen. Wie schaut denn unser Inventar aus? Okay, wir haben viel zu viel Zeug im Inventar. Das müssen wir mal eben alles wegbringen. 2 haben wir noch. Achso. Das packen wir mal mit hier hin. Die Brechstange nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Denn ich wollte auch noch gucken, dass wir mal. Achso, das passt hier nicht rein, aber das können wir hier lassen. Das können wir hier lassen. Weil ich möchte gerne das Fleisch, das ist natürlich oberste Priorität, dass wir das noch irgendwie verwerten können, ne? Weil, hallo, das ist halt Fleisch. Munition packe ich mal mit hier rein. So. Das heißt, wir müssen Steine sammeln gehen. Wir haben unsere Knapp. Habe ich mich jetzt erschrocken wegen diesem blöden Viech hier. So, wir müssen auf jeden Fall Steine farmen gehen. Hier ist bestimmt auch wieder ein Tisch, ja. Gut, okay.
Das sieht schon sehr episch aus, muss ich sagen hier, ne? So, Steine, 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 Steine. Ja, okay, Sticks nehme ich auch gerne mit. Metallschrott, immer gut. Da ist noch ein Messer drin, aber das ist jetzt eher uninteressant für uns. Was ist das? Ein Stock. Das ist okay, nehmen wir gerne mit. Was haben wir hier drin? Gar nichts. Okay. Ich würde auch gerne mal die Banditen besuchen gehen, tatsächlich. Weil wir haben jetzt ja eigentlich genügend Munition, ne? Wenn ich jetzt mal so gucke hier. Da haben wir nur 7 Schuss. Hier haben wir 17 Schuss. Okay, ist jetzt doch nicht so viel, ne? Da ist auf jeden Fall Stein. Aber wer weiß, vielleicht haben die ja auch noch viel Munition. Ah, guck mal hier. Hier finden wir gerade Steine ohne Ende. Das ist ja super. Aber wir müssen auf jeden Fall noch Metall finden, ne? Das könnte noch ein bisschen zum Problem werden. Ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Sagen, wir laufen mal eben kurz hier runter und gucken noch mal bei dem. Da ist ein Bär. Na super. Den Bär werden wir mal dezent umgehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die die Karte schon erweitert haben und so weiter. Ob der Loot Respawn drin ist. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir jetzt mal gucken, weil hier haben wir ja eigentlich weggelootet alles. Vielleicht finden wir aber noch ein bisschen Metall, was ich vielleicht übersehen habe. Haben wir nochmal ein bisschen Antibiotikas. Was ist das? Achso. Ein Ast. Da liegt, glaube ich, noch ein. Aha. Gibt immer noch keine Möglichkeit, einfach schnell. Oh, wir müssen was trinken. Na, trink es doch dann auch. Und Hunger haben wir auch ein bisschen. Metall, Metall, sehr geil. Da liegt nochmal Metall. Und hier liegt noch ein Werkzeugkoffer, den habe ich ganz übersehen. Aber das Metall hatte ich ja auch übersehen. Na. Ja, Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das ziemlich, 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 ziemlich viel Spaß hier. Da war noch den letzten Stein, glaube ich. Ich muss mich echt zügeln, dass ich nicht einfach so weiterspiele, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn es macht unheimlich Spaß. Okay, die hatten wir alle durchsucht. Ja, gut, hier ist nichts mehr. Letzte Schublade geht halt leider nicht. Ja gut, hier ist halt nichts mehr. Das hatte ich mir ja schon gedacht. Aber eben, wie gesagt, nein, man muss ja wenigstens mal gucken. So, wo ist jetzt der Bär hingerannt? Ich weiß es nicht. Der war irgendwo auf der linken Straßenseite. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um, dass wir vor uns alles klar haben. Was war das? Noch ein Stein nehmen wir mit. Damit wir uns jetzt einen Grill machen können. Ich weiß, unter mir sind gerade wieder Sachen aufgeploppt. Ist mir jetzt gerade aber relativ furz egal. Und ich würde sagen, bevor wir überhaupt drüber nachdenken, die Banditen anzugreifen, gehen wir erstmal noch mit dem Auto da unten hin und kontrollieren da mal alles, was es da noch so gibt. Kein Bär in Sicht. Ich glaube aber, es wird gerade nebelig. Ich glaube, es wird gerade nebelig, Leute. Das ist ja so das, was mir überhaupt nicht gefällt. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt brauchen wir noch einen Grill. Was brauchen wir dafür? Ein Hammer. Ein Hammer? Haben wir nicht. Wir haben noch einen Hammer im Inventar gehabt, oder nicht? Nein? Okay. Wo habe ich denn unsere Hammer hingepackt? War das hier? Nein, da war es hier. Nein, da war es hier. Wo habe ich die Hammer? Da habe ich sie doch. Ich wollte gerade sagen. Irgendwo muss ich doch einen Hammer haben.
So, wir müssen sogar genügend Zeug gefunden haben dafür tatsächlich. Coole Sache. So, jetzt braucht man natürlich brennen. Bares Material. Grillstand, okay. Moment, wir werden jetzt erstmal nochmal eben kurz. Was haben wir überhaupt alles im Inventar? Okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Zunder. Warum der auch immer da drinnen liegt, ich weiß es nicht. Wir nehmen schon mal das ganze Fleisch hier raus, um das jetzt gleich zu grillen. Ich bin mal gespannt, ob das alles zusammen gegrillt wird oder ob das, ja, halt. Nacheinander gegrillt wird, ne? Das ist natürlich auch noch eine interessante Frage. So, hier haben wir noch mehr Grillzeugs. Das verfällt natürlich auch irgendwann, ne? Also deswegen müssen wir uns jetzt schon ein bisschen beeilen. Wo haben wir jetzt unser. Da. So, Holz, Brennholz hatten wir noch hier irgendwo. Ah, habe ich nur die, ne? Mal gucken, ob das geht damit. Ich weiß es nicht. Nee, geht natürlich nicht. Gut. Dann haben wir die Säge in der Hand. Nee, aber wir haben die Axt in der Hand. Jawohl. Kloppt die mal auseinander. Dann legen wir das da rein. Wir legen ein bisschen Zunder rein. Machen das hier. Und zünden es an. So, wunderprächtig. Und jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Das nehmen wir natürlich wieder raus. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Sehr geil. Dann können wir uns jetzt auch was zu essen grillen. Ist ja wunderprächtig. Das macht ja schon gleich viel, viel mehr Sinn. Damit wir nicht verhungern. So. Jetzt müssen wir natürlich nur noch wissen, wie lange ist das nach dem Grillen. Ja, haltbar. Wie gesagt, das hier würde ja auch gehen, aber dafür bräuchten wir Salz. Das haben wir nicht. Kurz gucken, hier drin ist es jetzt ziemlich hell. Oh, das sieht doch mal nice aus, oder? Guckt euch das an, da liegt sogar das Fleisch auf dem Grill. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Ah. Jetzt nehmen wir das mal runter. Und packen direkt Frisches drauf. Upsala. So, dann werden wir mal gucken. Eat. Ja. Ein so ein Stück reicht aus und wir sind satt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Jetzt nehmen wir uns hier mal komplett leer trinken. Und hauen uns noch eine Cola hinterher. So. Wir werden auf jeden Fall alles fertig grillen. Oh, schon fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Es geht ja ratzfatz. Zack. So, und das eine Stück lasse ich jetzt mal ganz lange drauf liegen, um zu gucken, was passiert, wenn es verbrennt. Versteht ihr? Okay, wir brauchen auf jeden Fall leere Flaschen. Deswegen können wir die jetzt auch craften hundertprozentig, weil wir haben ja leere Flaschen immer gekriegt, wenn da was fertig war. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben zwei, drei Flaschen haben wir. Das heißt also, alles gut. Alles gut. Das läuft, das packe ich mal mit hier rein. Hier kommt wieder unser Feuerzeug rein. Das hier packen wir auch mal mit hier rein. So, jetzt brauchen wir irgendeinen Schrank, der leer ist. Da, für Essen. Ich lasse mich mal überraschen, wie schnell das hier runtergeht. Da ist natürlich dann die Überlegung, vielleicht einen Kühlschrank zu bauen, aber dafür bräuchten wir dann auch wieder Sprit, ne? Im Generator. So, wie gesagt, ich lasse es jetzt hier mal burn. Ich lasse es einfach mal drauf liegen. Mal gucken, was passiert. Wir haben genügend Fleisch. Und der Nebel ist natürlich da. War ja klar. War ja sowas von klar. Rennen Sie hier schon wieder draußen rum? Er ist aber auch verdammt gruselig, dieser Nebel, ne? Also, ich habe auch wieder einen Kommentar gehabt. Ja, der Nebel ist verdammt gruselig. Würde ich auch nicht rausgehen. Er sieht auch verdammt. Oh, also, ich weiß nicht. Da kann man schon so. Da kriegt man so einen leichten Kackstift in der Hose, ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, ist das jetzt hier verbrannt? Nö, immer noch nicht. Vielleicht verbrennt es auch gar nicht. Wir kriegen auf jeden Fall Kohle. Das heißt, wir können uns dann Streichhölzer herstellen. Das ist ja auch sehr, sehr geiles.
Wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch. Gucken mal hier aus dem großen Fenster raus. So, jetzt ist endgültig Feierabend. Jetzt ist der Nebel endgültig da. Da sind sie. Das sieht aber auch. Boah, ich möchte das Spiel nicht nachts spielen, wenn, ne? Alle Stricke reißen und. Boah, da kriegst du einen leichten Schauer über dem Rücken, wenn du das siehst. Wie ist das denn bei euch so? Kriegt ihr da auch einen leichten Schauer über dem Rücken, wenn ihr sowas seht? Oder ist das mehr so, ach, Nexus stelle ich nicht so an. Bis jetzt haben sie uns ja noch nicht entdeckt, ne? Wer weiß, wann das erste Mal die hier reingerannt kommen. Irgendwann ist es bestimmt soweit. Da ist direkt der nächste. Ich würde sagen, wir hauen uns mal eine Stunde hin oder zwei. Why not? Oh. Noch ist es nicht vorbei, Leute. Noch ist es nicht vorbei. Brauchen Bretter. Nägel. Irgendwo hatte ich da noch Bretter. Das hier ist fertig, das Haus, das Holz. Ist ja auch genial, man hört gar nicht, dass ich mit dem Hammer schlage. Jetzt haben wir noch eine Lücke. So, Inventar. Achso, vier Stück braucht man dafür. Nebel ist weg, aber jetzt geht es halt darum, um Schadensbegrenzung. Na, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen gucken, dass wir hier Nägel herstellen. Und auch alles wieder heile machen. So, mehr geht jetzt gerade noch nicht. Jetzt haben wir hier drei. Da auch drei. Okay, dann müssen wir also noch ein paar Nägel herstellen. Nehme ich mal die 5 hier und das. Und Holz brauchen wir auch noch mal. Das heißt, es könnte sein, dass wir gleich noch mal Holz hacken müssen. Dafür brauchen wir die Säge. Die habe ich jetzt nicht im Inventar. Die müsste aber auch hier oben drin liegen, genau. So, Inventar. Da kriegen wir 4 Bretter raus. Das reicht noch nicht ganz, seht ihr? Also müssen wir noch auf jeden Fall. Wobei, wir könnten auch. Was ist die Axt? 4. Aber wie gesagt, die Tische sahen mir jetzt so aus, als wenn die jedes Mal wieder hinkommen. Weiß gar nicht, können wir jetzt hier so? Nö. Wir müssen es wirklich im Inventar haben. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Einmal zumindest noch. Dann stellen wir mal 32 Nägel her. Wir werden sie sowieso gebrauchen. Zack, das ist jetzt wieder 100%. Jetzt müssen wir noch einmal. Vielleicht sollten wir ein paar Bretter und Nägel schon mal auf Vorrat herstellen, ne? Das wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Komm, klopf raus hier. Eine Stunde, shit egal. Dann gehe ich gleich lieber nochmal nachts oder abends raus. Hauptsache, wir haben das hier wieder dicht.
Und das ist jetzt damit getan. Wunderprächtig, Hütte ist wieder sicher. Ich gehe raus. Und während ich rausgehe und hier an dem angefangenen Holz, an dem angefangenen Baum hier schon mal anfange zu schlagen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns wie gesagt in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, gerne auch ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, ich bin erstmal raus, Leute. Wo ist der Baum hingefallen? Ach da. Oh, okay. Ja, ja, ja. Der hüpfende Baum. Jetzt ist es wie in The Forest. Ah, er ist liegen geblieben. Gut, Leute, ich bin raus. Euer Nexus. Ciao.